Liebe Freunde, guten Tag und jetzt ein kompliziertes Präparat, ein Spiritual Soul Gate. Dieses Präparat gehört zu den sogenannten fünf Wushen, die fünf geistigen Präparate, die ich auch kreiert habe. Diese Präparate sind sehr speziell, die sind an der Grenze der Alchemie und werden für die Behandlungen von Geisteskrankheiten verwendet, beziehungsweise für die Therapie von einem von den sogenannten fünf Geisteswesen verwendet. So, in der taoistischen Philosophie geht man davon aus, dass unser konzeptueller Geist also unterschiedliche Manifestationen hat, beziehungsweise dass das, was wir unsere Wesenheit nennen, die aus Ichhaftigkeiten, Erziehung und Konzepten entsteht, sich durch so fünf Wesenheiten manifestiert. Man nennt diese fünf Wesenheit Shen, erst ist das Bewusstsein, das konzeptuelle Geist und selbst. Shen Hon, das ist das Speicherbewusstsein, das ist das gerade das Thema jetzt. Yi ist der konzeptuelle Geist, Po ist der Verwalter über die Form, der Architekten, der die Form kontrolliert und verwaltet, und Shi, was man eigentlich mit Willenskraften und so weiter übersetzen könnte. So, um das Thema nicht zu kompliziert hier darzustellen, dieses Präparat ist ein sogenanntes Hohn-Präparat und übt einen direkten Einfluss auf das Speicherbewusstsein, beziehungsweise auf das, was sich aus diesem Kontinuum oder an Information sich manifestieren lässt, beziehungsweise manifestieren kann, manchmal sogar auf gewaltige Weise, vor allem wenn das Yin des Körpers und das Blut nicht ausreichend genug sind, oder auch wenn aufgrund von Ereignis, Erlebnis, Erinnerung oder Schock, wenn die subtilen Kanäle des Herzens durch Tarn- und Blutstagnation blockiert sind. So, Spiritual Soul Gate beruhigt das, was man Ghost nennt. Übersetzt auf Chinesisch heißt es Gui, die Gui, die sich auf unterschiedliche Weise manifestieren können. Die manifestieren sich zuerst durch Bilder, durch plötzlichen Eingebungen, man sieht was, man erfährt was. Und nur es ist manchmal höchst unangenehm, weil vor allem, wenn man sehr, sehr erschöpft ist und auch emotionell sehr aus dem Gleichgewicht ist, es kann sein, dass der Inhalt des Rohen sich auf willkürlichen Weise manifestiert und man wird wirklich von grausamen oder unkontrollierbaren Bildern geplagt. Und es gibt einen Moment, wo diese Bilder sehr aktiv sein können und sie werden im Schlaf. Man spricht hier von Träumen und sogar Albträumen. So, dieses Präparat beruhigt sozusagen die Manifestation des Serum, die Guays, ja, indem das ja erstmal primär das Yin des Körpers, die Essenzen, die Körperflüssigkeit und das Blut auf positive Weise wieder auffüllt. Ja, ist das Erste. Dafür werden also Mineralien für diesen Zweck hier normalerweise hier verwendet. Ja. So, dieses Präparat nährt die Essenz, nährt das Yin, nährt das Blut und beruhigt auch auf diese Weise der Inhalt des Hohn oder verhindert, dass der Inhalt des Hohnes sich bloß nicht auf heftige Weise manifestiert. Das ist ein sehr wichtiges Präparat auch für die Behandlung von Schlafstörungen, aber nicht irgendeine Form von Schlafstörung. Eine Schlafstörung, die also hauptsächlich durch Bilder verursacht wurde, wo der Patient also heftige Bilder nachts erlebt oder Träume oder Albträume erlebt, ja, und diese Schlafwandeln zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die aufgrund dieses Schwäche des Jenes und sehr großen emotionellen Veranlagungen oder Ereignisse, die nicht geklärt wurden, also einen sehr oberflächlichen Schlafen haben. Und wenn die einschlafen, dann wachen sie plötzlich auf, weil die durch sichtbare Manifestation irgendwie erschrocken wurde oder die Bilder waren zu heftig. Der gleiche Film läuft wieder vor ihren Augen. So, und das ist die Funktion hier von Spiritual Soul Gate, dass es einfach das Tor schließt, ja? Indem dass das Yin stabilisiert wird, indem dass die subtilen Kanäle des Herzens geklärt wurden und indem dass auch das Yang des Körpers bzw. vor dem Schlafen wieder im Yin-Bereich des Organismus bzw. erstmal primär über die sogenannten Qiomai wieder nach innen zurückgeführt wird. Also ich empfehle dieses Präparat vor allem am Abend, vor dem Schlafengehen, ja,
in Kombination mit Deep Sleep Fort zum Beispiel oder Peaceful Nights. Man muss nicht viel davon nehmen, so 3 Tabletten genügen vollkommen. Eine sehr wichtige Präparat in der Pädiatrie, weil viele Kinder leiden unter dieses plötzliche Manifestation des oder das, was sich aus dem Hohn manifestieren lässt, ja, weil viele Kinder haben ein unstabiles Hohn, vor allem in den ersten Jahres ihres Lebens, wo das Hirn sich noch nicht ganz vernünftig so verdichtet hat. Ja. So, ich gebe diese Präparate, ich benutze diese Präparate vor allem in der Pädiatrie, ja, in kleine Dosierung, manchmal so mit anderer Tonik dabei, vor allem wenn man Kinder behandelt, man muss immer auf die Resorption hier immer aufpassen. Also noch einmal, meine Empfehlung hier ist vor allem vor dem Schlafen gehen, 1 bis 3 Tabletten, aufpassen mit Nahrungsmitteln, die das Hirn des Körpers auszehren könnte, ja. Oder würden, kein Kaffee, kein schwarzer Tee, nichts, was einfach zu heftig die Gehirnzelle stimulieren würde. Voilà, ich bedanke mich und wünsche euch mit diesem Präparat einen erholsamen Schlaf und vor allem ein Schlafen frei von heftigen Träumen oder sogar Albträumen.